Trotz der moderaten Forderung von 5% trat die Arbeitgeberseite bereits frühzeitig an die Presse heran. Dort erklärte man, dass Deutschland nur eine Scheinkonjunktur erlebt, man warnte vor Höhenflügen und vom falschen Zeitpunkt. Schlussendlich umschrieb man sich selbst sogar als lahmende Ente. Man forderte moderates Verhalten, um eine unnötige Eskalation der Tarifrunde zu verhindern. Das Angebot in der zweiten Verhandlungsrunde überrascht dann allerdings. Das Angebot, wenn man es so nennen kann, war von 0,9% und das geht einfach überhaupt gar nicht. Einerseits sagen Sie, die Binnennachfrage muss gestärkt werden. Andererseits legen Sie dann so ein Angebot vor. 0,9%, ich finde es unverschämt. Das ist das tiefste Angebot, was jemals gemacht worden ist in der Geschichte der IG Metall. Die Belegschaften, die diese 0,9% mitbekommen haben, die sind nicht nur enttäuscht, die sind stinksauer. Und die haben mir den Auftrag gegeben, als Tarifkommissionsmitglied auch diese Stimmung mit hier in die Tarifkommission zu tragen. Um zu sagen, so geht es nicht, Leute. Ihr müsst uns schon was entgegenkommen. 0,9%, wenn man das auch mal umrechnet auf die einzelnen Entgeltgruppen, finde ich, ist eigentlich schade, dass die Arbeitgeber so wenig Wertschätzung für die Arbeit ihrer Mitarbeiter haben. Zu der Gewinnlandschaft passt das aus meiner Sicht gar nicht. Anders als in der Stahlindustrie ist die Metall- und Elektro Industrie nicht im Krisenmodus. Wir haben zwar als Betrieb im Moment nicht so gute Ergebnisse, trotz alledem ist das Angebot von 0,9 auch für meine Kolleginnen und Kollegen überhaupt kein Thema. Ein solches Angebot wirkt die Binnenkonjunktur ab. Ein solches Angebot ist eine Provokation und eine Kampfansage an die gesamte Gesellschaft. Das ist keine Wertschätzung der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, das ist Missachtung der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in den letzten Monaten. Die Kolleginnen und Kollegen fragen uns natürlich auch nach jeder Sitzung wie heute hier in Schwerte, was ist dabei herausgekommen? Und die eindeutige Ansage wird von uns natürlich sein, Leute, ab nächste Woche Montag nicht nur 100% Tarifrunde, sondern 120%. Aber wer sich so weit aus dem Fenster legt, da kann man davon ausgehen, dass jetzt wirklich hart wird. Es läuft alles auf Warnstreiks hinaus. Im Notfall auch diese Tagesstreiks, damit die Arbeitgeber wirklich merken, das lassen wir nicht so auf uns sitzen. Wir sind aber auch zu mehr in der Lage und in den nächsten Wochen werden wir uns gut vorbereiten auf Arbeitskampfmaßnahmen. Die Arbeitgeber haben uns dabei jetzt motiviert. Ich glaube, jetzt werden noch mehr Leute auf die Straße gehen, was einfach nur unverschämt ist. Wir wollen mal schauen. Am 28. ist ja noch eine Verhandlungsrunde geplant mit den Arbeitgebern, ob sie dann zumindest in Ansätzen ein verhandelbares Angebot auf den Tisch legen oder ob sie weiter mit ihrer Blockadehaltung versuchen, Punkte zu machen. Und bekanntlich endet die Friedenspflicht in der Nacht auf den 29. Und ich denke, und so haben wir auch heute diskutiert, wir als IG Metall sind bereit, da noch die entsprechenden Antworten zu geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Kirchhoff als Verhandlungsführer da wirklich ein Interesse daran hat, seine Mitglieder in einen Streik zu führen. Die Firma Kirchhoff beliefert zum Beispiel ja auch die Automobilindustrie und da wirklich Streiks auszulösen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das sein Interesse ist. Da ist jetzt Kräftemessen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter und nur wenn wir viel auf die Straße kriegen, wissen wir, dass wir vernünftig verhandeln können. Die anderen Kollegen, die noch nicht organisiert sind, wollen ja auch mehr Geld haben. Deswegen sollten sie auch in die IG Metall eintreten, um die IG Metall zu unterstützen in ihren Forderungen. Die IG Metall ist die einzige Organisation, die Arbeitnehmerinteressen und Arbeitnehmerfragen vertreten kann. Ich kann mich immer auf die IG Metall verlassen. Deshalb ist auch eine Frage der Solidarität. Sag mal, ich hoffe, dass wir viele sind und beweisen, dass wir wirklich den Arbeitgebern jetzt die Faust zeigen. Und dann mit 5%.